Ja, hallo, hier ist wieder ein Video von Snake Zockt. Diesmal ist Gauntlet. Ich habe euch ja schon Garrison gezeigt. Das ist ein Gauntlet-Klon. So quasi. Ja. Und jetzt mal das Original. Okay, das ist von 1985 von Atari. Das ist jetzt. Es gibt mehrere Versionen davon. Komischerweise Mindscape und US Gold. Ja, das ist hier jetzt. Ich weiß nicht, was ist das eigentlich? Oh, ich weiß es gar nicht. Hier steht US Gold, ne? Genau. So, ich weiß jetzt nicht, ob und wie die sich unterscheiden. Aber, naja, gut. Gucken wir einfach mal, ne? Der Joystick muss natürlich jetzt noch eingesteckt werden. So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Okay. Ah, okay. Aha, die Magie gibt's mit Space. Sehr schön. Ah, dann muss ich den Joystick doch nochmal umstecken. Ach, komm schon. Okay. Gut. Ah, okay. Ja, ein Spieler. Ah, okay, also hier sind es vier verschiedene Klassen, die man hat. Bei Garrison gibt es sogar fünf. Nichts, okay. Gut, was nehmen wir denn jetzt mal hier? Den Krieger, die Walküre, den Elf oder den Zauberer? Hm. Ja, ist eine gute Frage eigentlich, ne? Wieder den Krieger, ja. Ja, komm, nehmen wir den Krieger. Ist in Ordnung. Und jetzt wird nochmal geladen. Ja, okay. Oh. Ach, das ist. Verstehe. Oh, der ist recht schnell. Oh, shit. Die Gegner auch. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ach du Kacke. Mann. Meine Fresse, das viele. Es ist eigentlich. Jetzt sehe ich, wie ähnlich jetzt Garrison doch ist, ne? Ein dreister Klon eigentlich, ne? Wobei ich jetzt sagen muss, dass. Ach du Scheiße. Natürlich andere Level, ne? Klar. Tja, soll ich das jetzt machen? Ich mach es. Ich mach's einfach. Warum? Weil es vermutlich irgendwas bringt. Weil es einen Vorteil bringt. So, och du Scheiße, da kommt noch mehr. Nein. Oh, ja, super. Ja, super. Ob das eine gute Idee war? Diese Geister. Mann. Okay, oh shit, nein, wo kommen die her? Wo kommen die her, shit? Scheiß die Wand an. Oh, das war nicht gut. Tja, ja. Andere Taktik. Ist gut. Da gehe ich noch rein. Aber da nicht. Wah! Weg, ihr. Ihr Geister. Haut ab. Haut ab. Verdammt, noch eins hier. Mann, Schnauze. Ist okay.
Ja, alles klar. Oh, Level 4 bereits. Ich wollte eigentlich nur... Na, ist okay. Na, ist in Ordnung. Ich beschwere mich ja gar nicht. Paar Level übersprungen. Oh. Ja, ist... Oh Mann, ey. Ups. Ach nein. Habe ich das zerstört? Na, scheint so. Oh. Ja, die Grafik bei Gelsen ist natürlich besser, ist ja kein Wunder. Kam ja auch ein paar Jahre später raus. Aber Spielprinzip ist gleich. Gleiche. Das bringt Energie. Sehr schön. Ja, nein, 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 nein. Boah, diese dämlichen. Ja, ist es denn? Ah, sehr schön. Sind sie alle weg? Naja, fast. Magie muss man natürlich einsetzen. Der Quatsch sonst. Uah. Ja, ist klar. Ist klar. Nix hier. Mann, 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 Mann. Aber Dauerfeuer gibt es zum Glück, ne? Macht ja auch Sinn. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Na, 8. Okay. Super. Ah! Und jetzt? Diese dämlichen... Ah! Du Scheiße. Wäre besser gewesen, ich hätte wirklich jetzt alles nacheinander abgeräumt, war. Ist nämlich doch besser. Da kriegt man nämlich noch eine ganze Menge Sachen. Viel einfacher. Vermute ich mal. Ja, ist klar. Ist klar. Wow, Hilfe! Boah, sind das viele. Wahnsinn. Wahnsinn!
Toll. Kommen wir von allen Seiten. Ach was, das geht gar nicht weiter. Na toll. Ah, okay. So. Huch. Das denn für welche? Bringt jetzt nicht viel der Trank. Toll. Jetzt fangen wir an zu schießen. Ich werde wahnsinnig. Mann. Geht's auch nicht weiter. Toll. Hätte ich das mal eher gewusst. So, und jetzt. Toll. Jetzt muss ich wohl. Oh, sehr schön. Magie schadet nie. Oh oh. Nein. Das schaffe ich. Ja, gut. Es ist aber trotzdem jetzt schon sehr fraglich, ob ich denn noch viel weiter komme. Oh nein. Wenn das schon so losgeht. Ah, was? Dürfen die das? Du Kacke. Nein. Das war jetzt wahrscheinlich ein Riesenfehler. Das war ein Riesenfehler. Oh, 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 oh. Ist schon klar. Sollte man nicht machen. Ah! Ah, shit. Ja. Tja, das ist wohl ein Game Over? Oder nicht? Game Over? Ja, nein, vielleicht. Ja. Game Over und Neustart. Ja, okay. Gauntlet. Ja, also, wie gesagt, Garrison habe ich ja schon gezeigt. Gauntlet ist ja, kam ja schon ein paar Jahre eher raus. War so das Vorbild für Garrison. Ja. Es ist eigentlich mehr oder weniger das gleiche Spiel. Gauntlet ist eben der Ursprung. Und Garrison hat ein paar Sachen besser gemacht, anders gemacht. Es gibt da 5 verschiedene Charaktere statt 4, wie hier. Und ja, aber ansonsten. Ja gut, die Grafik ist besser bei Garrison. Klar. Ein paar Jahre später kann man das erwarten. Und die Musik ist auch besser bei Garrison. Ja. Aber spielbar sind natürlich beide. Ich finde das jetzt auch gut, dass man hier sich schneller bewegt. Das kann jetzt auch sein, dass es halt hier der Krieger eben schneller ist. Als der Krieger bei Garrison. Kann auch Zufall sein, ja. Ach, was soll's. Ist egal. Macht nix.
Was war das jetzt? Jetzt werden alle Wände zu Ausgängen, wenn man nichts macht. Das ist witzig. Den Gag kannte ich jetzt noch nicht. Interessant. Sehr interessant. Ja gut, Gauntlet. Ja, da gab es noch ein paar Fortsetzungen von. Garrison hat auch eine Fortsetzung zumindest. Mindestens, ich weiß nicht, sogar zwei. Also zumindest Garrison 2 gibt es. Und Gauntlet, da gibt es mindestens drei Teile auf dem CN64. Und auf anderen Systemen gibt es wahrscheinlich noch weitere Fortsetzungen. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Egal. Ja, das wäre jetzt Gauntlet. Mal gucken. Vielleicht zeige ich euch auch noch Gauntlet 2 und Garrison 2. Na, mal gucken. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.